Wieso sind... Alter, die sind ja alle da. Die sind ja alle da. Auf einer Stelle. Gut, jetzt verteilen sie sich. Das ist gut. Wie Deadpool. Ah, schön. Keiner wurde verletzt. Scheiße. Oh. Oh. Wupsi. Alles erwartet dich. Ja, warte. Hier war doch gerade ein Loch. So, jetzt muss ich sie halt wirklich alle töten. Tja, wo könnte er sein? Oh nein, er gibt Alarm. Wenn ich nur was dagegen tun könnte. Warte, würde ich den davor erschießen? Ja. Krass, geil. Augen auf und mach sofort Meldung. Ja, ich musste den gerade töten. Lalalala. Wo bin ich? Oh, verdammt. Ist das lustig gerade? Die sind so dumm. Tja, und jetzt? Ich mach mal kurz den da. Au! Das hat mich sehr geschmerzt. Warte, wer hat mich beschossen? Der da hinten, ne? Weitermachen. Ich bin gerade in keiner guten Position. Hä? Wieso haben die mich gesehen? Wo haben sie mich jetzt gesehen? Aber egal. Dann haben sie mich gesehen. Wo bin ich? Oh. Die sind halt so dumm. Gut. Na gut, ich mach mal. Wo bin ich? Gut, der da hinten ist jetzt alleine. Das macht gerade sehr viel Spaß. Oh, schön. Ach komm. Vielleicht noch nicht so früh. Verstanden. Wir finden sie. Komm schon. Ja. Ja, wir finden sie. Ja, jawohl. Du hast hier nichts. Das ist spartanisch. Ja, verdammt. Spartanische Tapferkeit. Na gut, jetzt mache ich die mal platt. Ja, komm. Na fein. Oh. Aua. Ist es
Ja, weiß ich nicht, sag ich dir, wenn ich einen finde. Ach, der greift ja immer mit Rot an. Gut, nur du und ich. Jetzt hör mal auf, mit Rot anzugreifen. Das ist anstrengend. Au. Dann heile ich nicht. Na du? Jetzt reicht's aber. Nochmal, Entschuldigung, ey, du heißt dich jetzt auch nicht selber, ne? Das ist unfair. Was hast du gesagt? Das ging gar nicht. Er hat gesagt, du kämpfst schlecht. So, ja cool. Das war doch höchst amusing. Ah, oh, da ist noch einer. Hä? Da ist ja noch einer. Ja, was machst du denn? Oh, das hat Schaden gemacht. Ah, so. So, einmal das da. Dann gehen wir mal kurz da hoch. So. Apropos, also. Oh, ja. Rome, die Challenge mit, wo ich nur Tiere und so weiter bauen darf, die kommt diese Woche auf dem YouTube-Channel. Also, da habe ich ja jetzt schon einige Folgen und da geht es jetzt gleich los, oder bald. Also ich glaube Mittwoch. Ich weiß ja gerade gar nicht, was ich Mittwoch hochlade. Also, morgen oder Mittwoch. So. Dann das da einmal weg. Ah, okay, jetzt ist auch das, was Sarah vorhin gemeint hat. Willst du da nicht rüber? Boah, mit bloßen Händen macht sie das. Weil jetzt habe ich ein von drei spartanische Siegel. So, Drachmen. Wunderbärchen. Gibt es hier eigentlich noch irgendwie einen Schatz oder so? Und da ist auf jeden Fall ein Söldner, aber der ist nicht für uns und der ist nur Level 13, also alles gut. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns diesen Vogel. Nee, das war nur aufheben. Gut, dann let's hoppel die hoppel. Und dann gleich zur nächsten. Wobei, da kann ich eigentlich. Ja, vorbei, egal.
Dann kletter ich mal kurz da hoch, fahr 2 Meter. Meine, wir sind in. Wann sind wir? 300 vor Christus? Auf jeden Fall können wir jetzt uns das leisten. Okay, das war's. Wir haben den Wind gespürt. Ah, das war der mit den mit dem Steinbruch. Da muss ich ja sehr aufpassen, weil die sind halt wirklich Level 16 und 17, der Typ. Ja, aber so viele gibt's da gar nicht, zum Glück. So sehe ich gerade nicht mehr. Okay, da ist eine oben. Die muss ich sehr schnell wegsnacken. Ist schon interessant. Also, das finde ich jetzt zum Beispiel cool, dass hier ein Vorposten von Athen ist und da drüben, das war Sparta. Also, da kommt der Krieg schon. Willst du nicht da hoch? Doch. Da kommt der Krieg schon zu Geltung, sag ich mal. Also. Aber keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Wenn ich den pfeife, hört sie mich wahrscheinlich auch. Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Ja, solltest du vielleicht mal nachsehen. Blöd wäre es natürlich, wenn ich den nicht encirkeln kann. Doch, kann ich. Gut. Ah, das ist ein Kerl. Okay. Gut, dann kommt der. Hä? Ach, von. Und warum schlage ich jetzt? Mit Fäusten. Ah. Habe ich irgendwas geswitcht? Oder wie kann man das wieder zurückswitchen? Ja, oh, eine falsche Taste. So, wie hast du ihn, ja. Nein, das war falsch. Dann ich töte den einfach zu Fuß. Zu Fuß. Nee, mit der Hand. Aber stirb bitte leise, ne? Das dauert nicht mehr lange. Richtig. Ja, ich kann den anheuern, weil ich ihn K.O. geschlagen habe. Egal. Ja, cool. Du bist stark. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. Naja, so stark ist er nicht. Er hatte Waffen. Und ich nicht. Okay. Feuerschaden hat der. Schiffspanzerung ist aber, finde ich, besser. Also wir haben gerade so, ja, ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie bekomme ich meine wieso kniest du dich nicht hin? Weil du gefokust hast? Ah,
Alter, ist das kacke gerade. Warte mal. Ich muss mal kurz schauen. Bitte. Hier so. Hier Steuerung. Attentatfähigkeiten. Pavillon nach oben. Schön, alles schön. Da steht echt nicht, wo ich meine Dinger mehr. Wo ich meine Waffen wieder bekomme. Hey, ich war gerade beschäftigt und ja, jetzt kniet sie sich wieder hin. Ach komm. Ja, ich auch. Aber wieso hat sie sich nicht hingekniet? Das war so bescheuert. Das war richtig, richtig bescheiden. Halt, du darfst hier nicht sein. Wieso sieht er mich? Das ist gerade sehr merkwürdig. So, aber das Problem war, spätestens bei dem brauche ich meine Waffen wieder. Oh, da oben sind noch ein paar. Da muss ich, glaube ich, von der anderen Seite kommen. Also den kann ich vielleicht von unten holen. Aber da muss ich eher zuerst den oberen holen. Sonst sieht er mich. Ist ja doch. Ja, egal. Guten Tag. Hui. Und das ist tödlich. Naja, okay. Schön. Ja, gut. Das wage ich zu bezweifeln, aber ich bin ja kein Waffenexperte. Beziehungsweise Fallhöhen-Experte, irgendwie so. Verraten die mich, wenn sie mich sehen? Da drüben ist noch einer. Ich gehe mal kurz hier hin. Den da runter schießen. Nee. No, no, no. Nippel den, kann ich nicht. Gut, dann der lange Weg. Der stafft ja hier irgendwie so rum. Bitte, ja. Was machst du da? Psst. Schrei leise.
Ja, an sich könnte ich. Genau, so, sehr schön. Wieder hoch. Das wird jetzt interessant. Aber ich will erstmal den holen. Der wird lustig. Ich hau dir die Beine voll. Der kommt auch anheuern. Meine Güte. Ich will ein besseres Leben als das. Komm mit mir. Schön, wie er rumtorkelt. Mal schauen, was der kann. Das ist ja ein Bogenschütze. Oh, der ist gut. Ausdauerregeneration der Ruderer und Feuerkraft. Kann ich den nicht? Doch, so. Sehr schön. Du hast keine Waffe. Ja, denn, oh, der ist aufgewacht. Das war ja das Problem, dass ich die ganze Zeit, also seit da vorne, keine Waffen mehr habe. Beziehungsweise, wie switche ich meine Waffenhand? Einfach T drücken. Oh Mann. Ja, geil. T für Waffen. Das konnte ich halt auch die ganze Zeit nicht machen, weil. Okay, alles klar. Gut. Dann haben wir jetzt die Antwort. Hat er gerade kacken? Nein, nein, bestimmt nicht. Das ist ein vornehmer Mann. Alter, die macht mich fertig. Und der checkt das nicht? Alter, die hätte mich. Boah. Hi. Bist du dumm? Alter, beachte mich! Ah, schön! Hey! Alter, der ist ja mega flink! Und Cassandra ist gerade sehr lustig. Ne? Willst du nochmal zum. Ja, okay. Mach mir mal 4. Ach, ist das schön. Legt euch nicht mit mir an. Ganz genau. Schön. ja, ihr braucht nicht mehr zu arbeiten, ne? Ihr seid jetzt frei. Sei doch nicht so negativ. Ah, das war lustig. Höchst amüsant. Gut, ein Rätsel finden. Ah, hier gibt's noch Geld. Hier. Okay, das ist zum Glück da geblieben. Gibt's hier noch was?
Ein Rätsel. Ah, da oben. Okay, dann, wenn das da oben ist. Dann ist ja alles fein. Aber ich habe jetzt so Sorgen für, also wegen Freitag, wegen Valhalla. Weil hier ist ja alles fein mit Leertaste und Ausweichen. Und ich wette, ich habe mich jetzt wieder sehr dran gewöhnt, mit Leertaste auszuweichen. Und das ist ja... Das ist ja bei Valhalla eine andere Taste. Aber egal. So, dann wollen wir mal. Moment, Tobi macht ja Sparta und Athenblatt. Ich bin jetzt mal 26 Jahre alt. Tobi kann das eine. Warte, okay, also. Tobi ist ein alter Freund von mir und wir beschließen, Sparta und Athen neu zu gründen. Und so gründete Tobi oder Cassandra halt das neue Athen und ich das neue Sparta. Zusammen waren wir wegen unserer unserem Zusammenhalt und unserer guten militärischen Strategie und später Stärke Rom Tolbor weit gefürchtet. Oh. Okay.